Hallo und ein herzliches Willkommen hier wieder bei Let's Play, oder Let's Fight, Let's was weiß ich was, hier Star Wars Battlefront 2, bla und so. Yay! Also, ich weiß nicht, ich glaube die Tastatur will man immer noch halbwegs hören, das tut mir sehr leid, aber wie gesagt, wie im letzten Part auch schon erwähnt, ich kann mir momentan das Mikrofon, das ich jetzt, ich habe gerade eben mein neues Mikrofon, eingeschaltet. Wenn ihr das mal sehen wollt, ihr könnt mal auf meinen Instagram-Account gehen. Heiße ich genauso Hasanah, ganz normal. Da habe ich da ein Foto hochgeladen, in meine Story gepackt. Ist ein schönes HyperX Quadcast. Es ist so geil. Ich freue mich total. So, wie so ein ganz kleiner Junge gerade. Habe ich jetzt angeschlossen und ich wollte es jetzt ausprobieren. Also, wir fangen aber erstmal an. Ich würde hier gerne beim schweren Truppler auch 11 Anpassungspunkte. Das ist jetzt nicht wenig, ne? Aber ich kann nicht wirklich nur für Fähigkeiten einsetzen. So. Ah, mir fehlt jetzt, glaube ich, mir fehlen 2 Level dafür. Okay. Aber das hier kann ich weiter Verteidiger weiter aufstufen. Du erhältst eine geringe Menge an Punkten für jeden Treffer, den du erleidest. Habe ich das ausgerüstet? Ich glaube, das habe ich noch ausgerüstet. Ja, habe ich. Nee, habe ich gar nicht. Habe ich gar nicht mehr. Genau. Halte ich nämlich irgendwie nicht so für sinnvoll, weil, ganz ehrlich, 4 und 6. So sehr angewiesen auf die Punkte bin ich, glaube ich, dann doch nicht. Ich habe aber die Kontaktgranate und damit kann ich den Explosionsradius erhöhen. Also upgraden wir das mal. Jung! Perfekt. Und verbesserte Kampfschild. Damit habe ich dann Schildgesundheit von 250. Anlegen und upgraden. Von 225 auf 250. Ich meine, ich habe hier jetzt mit dem Truppler auch genug Punkte und so. Ich habe eine Nachricht, ich kann jetzt gerade nicht. Schade. Und alle deine Fähigkeiten haben kürzere Ladezeiten. Das finde ich nämlich auch geil. Also wird das auch nochmal abgegradet. Geupgradet. Sagen wir es so. Geupgradet. So. Dann ist es noch hier. Meisterschütze. Wenn du einen Gegner per Kopftreffer ausschaltest, wird der Hitzewert deiner Waffe zurückgesetzt. Und deine Waffe erzeugt bis zur nächsten Überhitzung weniger Wärme. Ist an sich geil. Die Frage ist, wie oft schaffe ich Kopfschüsse. Nicht so oft. Deswegen, nee. Leibwächter verringert den Schaden durch Explosionen und Toxine. Gut, wenn man weiß, dass man, also vor allem, wenn man dann gegen Bosk kämpft, weil der ja immer seine hässlichen Toxine da einsetzt, aber halte ich jetzt nicht so für wahnsinnig wichtig und ausschlaggebend dann für mich. Ich könnte das hier freischalten. Du erhältst eine erhöhte Rate an Kampfpunkten. Das wäre vielleicht noch sinnvoll. Also ich aktivieren kann ich es ja, was schadet ist. Aber ich würde es noch, also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ich eigentlich, was so gute Kombis sind. Ich würde glaube erstmal bei Einfallsreich, bei der verbesserten Kontaktgranate und beim verbesserten Kampfschild bleiben. Und ja, es gibt ja noch andere Ionentorpedo-Waffen, die eine zielsuchende Rakete abfeuert und großen Schaden beim erfassten Fahrzeug verursacht. Ja, schon, aber ich finde, so häufig werden auch Fahrzeuge nicht eingesetzt, beziehungsweise ich gehe dann eher Fahrzeugen aus dem Weg, weil wenn ich irgendwie Fahrzeugen in den Weg komme, ich bin eigentlich so gut wie tot direkt. Detonation ist ein starker, manuell gezündeter Sprengsatz. Erneute Aktivierung, dann die Zündung. An sich nicht schlecht, aber das ist wirklich, wirklich hilfreich eigentlich nur, wenn man aktiv wirklich nur an einem Ort bleibt und verteidigt, finde ich. Weil man sich dann vernünftig damit verschanzen kann. Ist irgendwie nur so ein halbwegs guter Stil für mich. Mobiles Wachgeschütz. Die leichte Variante des Wachgeschützes mit erhöhter Beweglichkeit und reduziertem Schaden. Neben reduziertem Explosionsschaden beginnt die Gesundheitsregeneration beim Wechsel in den Geschützmodus.
an sich auch nicht ganz verkehrt, aber ich finde mein Wachgeschütz einfach zu geil dafür. Und MPL, bei der Sperrfeuerkonfiguration feuert dieser MPL Multipurpose Launcher mehrere kleinere Granaten ab. Könnte man sich vielleicht irgendwie im Laufe der Zeit mal überlegen. Aber ich finde den Kampfschild halt auch geil. Wie gesagt, ich bin offen für Vorschläge. Haut raus, wenn ihr irgendwelche Konfigurationen kennt, die total gut sind. Ich würde jetzt nochmal bei Anakin gucken. Wir haben einen Fähigkeitenpunkt. Also, es würde ich mir Anakins. Also ich würde es mir jetzt genauer anschauen. Anakin Skywalker's Lichtschwert. Angriffe verursachen mehr Schaden, kosten aber mehr Ausdauer. Meh. Na klar, mit jedem, ne, erhöht Lichtschwertschaden, erhöht Ausdauerkosten, ne? 35%. 35% und dann sinkt es auf 25%, ne? Ist aber. Hartnäckig. Maximalgesundheit wird erhöht. Das finde ich immer gut. Mehr Leben für mich. Das sind so Sachen, die ich auch durchaus gebrauchen kann. So. Ich sage auch mit einer Jedi-Robe und General Skywalker. Cool. Aber dafür muss ich halt, ne? Muss ich halt Credits ausgeben. Ja, ich habe 100.000, aber das kostet 40.000 Dinger, ne? Und ich finde das jetzt auch nicht so hässlich. So dass ich sage, ey, ich brauche unbedingt was anderes. So, habe ich noch sonst noch irgendwas? Nee, sonst habe ich keine weiteren. Okay, dann suchen wir uns ein schnelles Spiel nochmal. Ich habe jetzt auch 6 Minuten gequatscht, ohne dass irgendwas passiert ist. Oh, jetzt auf Tatooine. Habe ich das? Nee, Takodana. Mos Castell. Schließe dich einem Trupp aus. Vier soll. Ja. Ja, okay. Nee, auf Takodana war ich, glaube ich, noch nie. Oh, die ist lustig. Die hat so einen Rotationskanon einfach von sich aus schon als Waffe. Voll cool. Dann starten wir mal so als Angreifer. Genau, ich bin ganz normal Frontkämpfer. So, los geht's. Weniger reden, mehr machen. Hallo. Hallo, Ray. Ja, sorry. B. Auf zu B. Oh fuck, I'm dead. Und ich komme runter und laufe direkt Kylo Ren in die Fresse. Sauber. Also ich glaube, den Punkt haben wir da drüben verloren. Also wenn Rey da nicht hinkommt, dann haben wir den Punkt eigentlich ziemlich safe verloren. Alter, dieses ist ja zugespammt da mit den. Ach. Ich habe ihn zu spät gesehen. Ich finde dieses Gewehr aber so scheiße, echt. Dieses FWM-Bla-Dings. Finde ich so scheiße. So. Oh. Das ist dann der einzige Punkt, den wir noch verteidigen müssen. Eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Mazarev. Okay. Das ist unser letzter Sammelpunkt. Wenn wir diese Position verlieren, ist die Schlacht verloren. Tun wir aber nicht, weil wir voll geil sind. Nee, im Ernst, wie sollen wir. Also, das gibt ja nur. Oder? Gibt es nur diesen einen Eingang? Nein, natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Ciao. Mit den schweren Trupplern halte ich es fast schon für tatsächlich für schlauer. Ach du Wichser! Okay. Hey!
Ey, du Kackgun. Komm her, komm her. Feind erfasst mich, wieso? Ach komm. Geh doch weg. Warum kommst du immer zu mir? Geh weg. Ich mag dich nicht. Ja, also, okay, ich nehm's zurück. Ich dachte, wir hätten nur, es gäbe nur diesen einen Durchgang da und. Ja, gut, verkackt. Ja, haben wir ganz ehrlich einfach verkackt. Ja. Also, wir hatten da nicht so viel Chance. Ach, echt? Ja, gut. Okay. Ich war immer noch Zweiter? Von uns? Alter, what? Ich bin irgendwo mittendrin eingestiegen. Ich sag mal, okay, wir hatten scheinbar auch einfach beschissene Mitspieler. Cool, dass ich mir nichts mehr durchlesen kann, ne? Das finde ich toll. Okay, starten wir. Wir benötigen noch einen Spieler. Gut. Diesen Carfax-Spion. Ich finde, diese Spezies sieht irgendwie total komisch aus. Und diese Spion mag ich auch nicht so. Ich mag die noch. Also wegen, ne? Oh. Hab ich. Achso, ich hab, ey, cool. Ich könnte das hier abregeln. Gesundheit pro Sekunde. Ja, machen wir das so. Bin ich ganz bei dir. Klar. Also nicht. Vollstrecke drehen. Er hatte für jeden besiegten Gegner einen geringen Menge. Ja, das ist, halte ich auch noch für halbwegs sinnvoll. Gut. Ausrüsten. Zack. Hab zwei Punkte. Beziehungsweise jetzt zwei Karten. Perfekt. So. Was machen wir mit dir? Deine Stufe ist halt noch zu gering, als dass ich hier irgendwie noch was Vernünftiges verbessern könnte. Ey, komm. Ein Spieler wird sich ja wohl noch finden. Frontkämpfererneuerung. Eine verbesserte Version von Frontkämpfer, die Aufladung der Fähigkeit abschließt, wenn du einen Gegner besiegst. Mhm. Führe den Angriff an und rüste eine mächtige Kurzstreckenwaffe aus, die zeitlich begrenzt keine Hitze aufbaut. Ja. Ersetzt halt den Frontkämpfer, ne? Ersetzt ihn doch, oder? Ja, mittlere Fähigkeit. Eine verbesserte Version von Frontkämpfer. Okay, warte, dann machen wir das mal. Kann ich auch gleich mit upgraden. Und Leibwächter, Angriffstraining. Ach so. Ach, dann müsste ich das erst anlegen. Oh, ja. Ich weiß, wieso ich das nicht machen wollte. Ich habe hier nämlich Leibwächter, fängt den Schaden durch Explosion und Toxin. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, was ich nicht so wahnsinnig sinnvoll finde, ne? Dann kann ich das, glaube ich, auch ablegen und dafür nehme ich halt das hier. Intelligente Ionengranate. Diese Ionengranate detoniert automatisch in der Nähe gegnerischer Schilde und Fahrzeuge und verursacht erheblichen Schaden. Es würde aber meinen Thermaldetonator ersetzen, was ich nicht so toll fände. Verbessert es ein Verbesserungskämpfer, der länger aktiv ist und die Position ortet. Standardwerfer fällt einen Scanpfeil ab, mit dem Gegner rasch geortet werden können. Deswegen hatte ich den vorhin da reingeschossen, ne? Ey, Leute, ein verfluchter Spieler wird sich ja wohl noch finden. Achso, und was war das? Angriffserhöht. Achso, ja, genau. Ich habe mit dem habe ich ja halt noch keine anderen Punkte. Habe auch nur zwei Karten. Mehr kann ich im Moment auch nicht haben irgendwie, ne?
weil ich einfach keine anderen Punkte habe. Waffe? Wie kann ich die anderen? Meine Chef 50 Offizier-Kills. Achso. Ich muss ja mit denen spielen, um die bessere Waffen zu kriegen. Wobei ich finde die jetzt nicht besser als meine erste. Sie hat eine schlechtere Kühlkraft, hat eine etwas bessere Feuerrate, aber sogar geringeren Schaden. Die S5? Ja, gut. Aber finde ich jetzt nicht so schlecht, tatsächlich. Ja, durchschlagskräftige Handkörper, die CS-Rum von Naboo. Ah, cool. Wegen ihrer höheren Präzision und Reichweite dem S5 vorgezogen haben. Hä? Das ist doch das S5. Schnellfeuerpistole, die Offiziere als Primärblaster dient. Okay. Blurg. Also ganz ehrlich, ich gehe gleich raus und suche mir noch ein. So. Dafür ein kleiner Blast im Zweischuss-Salven-Modus, der nach einer auf dem Planeten Rise of heimischen, starken und stoischen Kreaturen namens Blurg genannt ist. Oder Blark. Oder, weiß ich doch nicht, wie der ausgesprochen wird. Boah. Hat eine bessere Kühlkraft, eine geringere Reichweite. Beim Spezialisten habe ich jetzt. Boah. Eine schlechtere Kühlkraft, eine bessere Reichweite und deutlich höherer Schaden. Eine schlechtere Feuerrate, ja. Okay. Erstmal noch CFE, ja. Das kenne ich sogar. Aus dem alten Battlefront. Also aus dem vorherigen Battlefront. Kühlkraft besser, schlechtere Reichweite, höhere Feuerrate und geringere Schaden, ja. Das ist natürlich so für wirklich richtige, wirklich Spezialisten. Also Spezialisten. Da muss echt jeder, also ein Schuss muss eigentlich sitzen. Jeder Schuss muss sitzen, weil du den eigentlich nur einmal abfeuern kannst, ne? Bis er dann überhitzt und dann braucht er ein bisschen, um zu abzukühlen. Ich finde den echt nicht so toll. Der hat zwar einen etwas höheren Schaden. Nee, ich glaube, wenn, dann würde ich, glaube ich, tatsächlich zu diesem CL50er tendieren, oder? Hat einen höheren, einen etwas höheren Schaden als meiner. Eine etwas schlechtere Reichweite und eine deutlich schlechtere Kühlkraft. Ach Leute, ganz ehrlich. Oder muss ich. Ach ja, ach so, ja, jetzt geht's, ne? Ist klar. Nee, ich würde sagen, wir kämpfen mal mit dem Angriffstruppler. Oh mein Gott, wie lange ging das denn? Ja, super, wir sind eigentlich am Part-Ende, ne? Das ist doch bescheuert. Ach Leute, wisst ihr was? Ich beende den Part einfach an der Stelle und oder? Mache ich das? Ja, ich beende den Part an der Stelle und dann sehen wir uns im nächsten Part und dann legen wir los. Also, bis dann. Ciao.